Oh yeah, das sieht doch mal mega cool aus. Also auf ISO Crystal Eyes ist sogar der Regen schön, weil während dem Regen die Sonne weiter scheint. Hallo und herzlich willkommen zu Jurassic Ark. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier waren wir schon ein Weilchen nicht mehr unterwegs in unserem Park. Wird allerhöchste Zeit, dass wir hier mal wieder eine Runde drehen. Und wir sind gerade in der Chilosaurus Bar. Vielleicht kennen ein paar von euch noch die gute alte Chilosaurus Bar. Ist schon ein bisschen her, dass wir hier unterwegs waren, ne? Aber ich habe so viele coole Ideen für diesen Park noch. Wir müssen also unbedingt noch ein bisschen weitermachen. Und mal gucken, was hier sich in letzter Zeit so getan hat. Was wir noch so machen können. Ich denke, wir drehen einfach erstmal so eine Runde durch den Park. Und machen so eine kleine Bestandsaufnahme. Nicht jede Mod funktioniert noch perfekt, aber die meisten sind, glaube ich, noch ganz gut dabei. Also die meisten Sachen scheinen noch zu funktionieren. Die Map ist auch super cool. Wir sind ja hier auf der ISO Crystal Isles Map. Die soll jetzt auch als offizielle Map bald rauskommen. Das heißt, wenn ihr Konsole spielt, dann könnt ihr auch auf dieser Map spielen. Das ist eine super coole Geschichte. Ich hoffe, dass unser Speicherstand dann hier erhalten bleibt. Das kann natürlich sein, dass wir da Probleme kriegen, aber das warten wir einfach mal ab und schauen, wie sich das entwickelt. Mehr können wir da auch nicht machen. Und ganz nebenbei an alle, die neu dazugekommen sind in letzter Zeit, ein ganz herzliches Willkommen auf dem Kanal. Ich wünsche euch natürlich super viel Spaß mit den Videos. Der Kanal hat jetzt kürzlich die 27.000 Abonnenten geknackt. Ganz lieben Dank dafür. Danke für euren mega Support. Wenn euch die Videos gefallen und ihr es noch nicht getan habt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Damit helft ihr mir total aus. Und ihr bekommt alle neuen Videos in eure Abo-Box geliefert. Hoffentlich, wenn YouTube das einigermaßen hinkriegt. Und ja, ich habe einen riesen Spaß, die Videos für euch aufzunehmen. Hoffe natürlich, dass ich das noch ziemlich lange weiter so machen kann. Ich danke euch für jede Art eures Supports. Danke für alle Likes, die super lieben Comments, die ich immer total gerne lese, mit all den coolen Ideen, Tipps, Tricks und so weiter und so fort. Und natürlich einen ganz lieben Dank an alle Supporter, ganz besonders Dark Piccolo, unseren Rudelführer. Hier im Park gibt es auch ganz viele Dinos, die nach Supportern benannt sind. Also jeder Supporter kann hier natürlich auch Tierpate werden sozusagen. Und uns fehlen aber noch viele Tiere, deswegen müssen wir auch unbedingt nochmal weitermachen. Es gibt ja immer mehr Dinos, ich habe keine Ahnung, wie wir die alle in einem Park unterbringen sollen. Aber das ist natürlich irgendwann das Ziel, zumindest alle von den richtig coolen Dinos mal in so einem Park hier unterzubringen. Und ja, wir drehen jetzt einfach mal eine Runde und gucken, was hier so abgeht. Ne? Wir waren schon lange nicht mehr hier unterwegs. Mit Zeit, dass wir hier mal wieder gucken, was hier so... Ja, einfach mal nach dem Rechten gucken. Da ist ein Raptor. Der steht da. Und hier gibt es ja jede Menge unterschiedliche Raptoren. Ne? Da sind, glaube ich, drei oder so unterschiedliche Arten drin. Die sind super schwer zu sehen. Einer steht da hinten, da sieht man noch so einen Kopf. Das ist schon ein mega cooles Gehege geworden hier. Da ist unsere Schildkröte. Hier drüben ist ja der Streichelzoo. Da sind die kleinen Lystros unterwegs. Da können wir auch reingehen, ne? Und die so ein bisschen streicheln. Wir müssen nur aufpassen, dass sie nicht abhauen. Hier ist zum Beispiel einer. Oh, ist der schon ausgebrochen? Nee, ich glaube, der ist noch drin. Hüpf. Super cool. Und nebendran haben wir dann auch die Ställe für unsere Pferde. Die machen da mehr ihre Kunststücke. Genau, hier ist der Pferdestall. Ja, und dann schauen wir mal, was wir heute noch hier weiterentwickeln. Das ist der Happy Horse Bahn. Hier ist zum Beispiel jemand zu Hause. Hallo? Und hier draußen, glaube ich, auch noch ein Pferd. Genau. Wir müssen unbedingt auch wieder los und so ein bisschen gucken, was wir noch so finden an Tieren auf der Map. Es gibt, glaube ich, noch jede Menge Dinos, die wir überhaupt noch gar nicht gesehen haben. Also, ja, da gibt es noch viel zu tun. Hier ist unser Paraser-Gehege. Das ist, glaube ich, eins der letzten Gehege, die wir gebaut haben, ne? Der Park ist schon richtig groß. Genau, die soll man nicht mit Pommes oder Süßigkeiten füttern. Die werden dann immer so ein bisschen dick, ne? Und die fressen echt alles, sage ich euch. Und da haben wir bis jetzt auch nur einen, oder? Haben wir nicht? Oh ja, genau, da sind auch die Macrauchenia mit drin. Da unten steht unser Macrauchenia. Das ist auch sowas ähnliches, deswegen habe ich die einfach mal ins gleiche Gehege gepackt. Und die Paraser sind sehr umgänglich, die tun den Kleinen nichts. Also das ist gar kein Problem, ne? Was guckt denn hier eigentlich durch den Boden? Ach, das ist der Electric Fence, okay. Gut, dann gucken wir noch ein Stück weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den gesamten Park nochmal angucken sollen. Ich glaube, das ist ein bisschen viel, aber hier ist unsere Vogelvoliere. Wir laufen hier sowieso die ganze Zeit durch, also ihr seht immer mal wieder
alles Mögliche. Okay. Ich glaube, mit unseren Tapejaras stimmt irgendwas nicht. Also wir müssen auf jeden Fall mindestens mal eine Bestandsaufnahme von den wichtigsten Sachen hier machen, weil ihr seht schon, dass da nicht alles perfekt ist. Die Tapejaras? Oh oh. Das ist ein Tapejanodon. Scheinbar gibt es da Probleme mit der Mod. Da müssen wir mal gucken. Oh oh. Die Tapejanodons, das sind die Mischung aus Tapejaras und Petris. Dem Petri da unten geht's gut. Oh, der hat einen Sattel auf. Den müssen wir ihm sofort ausziehen. Wir wollen ja nicht, dass unsere Besucher wissen, dass alle Dinos zahm sind. Das ist ja langweilig. Die müssen denken, dass die ganz, ganz böse und gefährlich wären. Ja, also wenn ihr hier neu dabei seid und den Park noch überhaupt nicht kennt, dann empfehle ich euch, in die Playlist reinzuschauen. Die habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sind hier schon ein ganzes Weilchen am Parkbau und Dinos zähmen und alles, was dazugehört. Das hier ist unser T-Rex-Gehege, ne? Die sind, glaube ich, irgendwo weiter hinten drin. Da müssen wir mal den Laufsteg hier nutzen. No Entry? Okay, wir gehen jetzt einfach mal falsch rum rein. Das ist eigentlich ein One-Way-Steg. Und irgendwo da in dem Dickicht. Da hinten steht einer. Seht ihr ihn? Zwei. Die sind riesengroß. Und trotzdem manchmal ein bisschen schwer zu sehen, ne? Die stehen da ganz gechillt. Okay. Und damit ist der Park hier schon wieder zu Ende. Was heißt schon wieder, ne? Ich glaube, unsere Helikopter sind gerade in der Wartung. Die sind auch nicht da. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Das hier ist ja eigentlich unser Helikopterhangar. Da drüben ist noch so eine Landestation. Ja, die sind nicht da. Da müssen wir rausfinden, was mit denen passiert ist. Mehr haben wir, glaube ich, noch nicht installiert. Das war auch noch relativ neu, das Gebäude. Da haben wir noch Platz für mehr. Unser Enki hat noch kein Zuhause. Also momentan ist der Park ja geschlossen. Nicht, dass die Leute hier irgendwie auf irgendwelche Dinos stoßen, die noch kein Gehege haben. Das soll natürlich nicht passieren. Und das hier ist unser... Das ist die Chilosaurus-Bar. Da waren wir ja schon drin. Daneben die Raptoren. Genau, dahinter ist, glaube ich, das Dillo-Gehege. Wir haben ja auch noch das Wassergehege, ne? Hier ist noch eine große Vogelvoliere. Die könnten wir zum Beispiel mal weiter einrichten. Das ist unsere Griffin-Voliere. Wir haben aber bis jetzt eh erst einen Griffin. Wir müssen unbedingt mehr Griffins organisieren. Das ist auch mega schön hier. Da geht auch so ein Steg hoch. Kommen wir da rauf. Jawohl. Hier geht's hoch durch die Palme. Ist alles ein bisschen zugewachsen. Dann können wir auch von oben reinschauen. Und die brauchen es unbedingt noch ein bisschen schöner. Da müssen wir noch so ein bisschen was machen. Genau, und gegenüber ist das... Oh, oh. Autsch. Das Dillo-Gehege. Das ist da drüben. Da ist das Ocean-Gehege, ne? Hier ist das Dillo-Gehege. Genau. Dilophosaurus. Da gibt es auch mehrere Arten. Hier ist zum Beispiel so ein Riesendillo drin unterwegs. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle heißen. Das ist ein ganz normaler Riesendillo einfach. Dann gibt es die Jurassic Park-Dillos und dann ist noch ein normaler Dillo da drin unterwegs, ne? Drei verschiedene Sorten haben wir hier. Und die fühlen sich da auch ganz wohl. Die tigern da so hin und her. Und die kann man auch beobachten, direkt aus der Chilosaurus-Bar raus. Super gechillt. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt mal nicht runter ins Ocean Biome. Das ist was, da müssen wir uns nochmal drum kümmern. Gehen wir mal zurück. Das Ocean-Gehege, das ist auch ziemlich groß. Da haben wir, glaube ich, auch 4, 5 Gehege schon, ne? Und das ist auch noch ein großes Projekt. Da müssen wir auf jeden Fall noch weitermachen. Aber ich glaube, das sparen wir uns mal heute, weil wir können nicht alles gleichzeitig machen. Aber das hier ist unser Dodo-Gehege. Da gibt es frische Eier jederzeit. Das ist das Moshops-Gehege. Das kennt ihr ja auch schon. Und hier drüben stehen unsere Gyrospheres. Denen geht es auch gut. Also die scheinen auch noch zu funktionieren. Super gut. Natürlich das Bronto-Gehege. Da sind zwei große Brontos unterwegs. Ja, die stehen da. Und der eine steht irgendwie halb in dem Kristall drin. Der ist, glaube ich, stecken geblieben. Und unser Forschungsgebäude hier natürlich. Da werden wir dann auch mal forschen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Also es gibt noch so viel zu tun hier in dem Mod-Paket. Da gibt es noch richtig viel. Wir haben hier die InGen Fabrication Station stehen. Und wir haben einige Items verloren. Also die ist jetzt zum Beispiel jetzt momentan leer. Da müssen wir dann gucken, dass wir wieder die entsprechenden Ressourcen alle ranbekommen. Es hat sich halt schon relativ viel getan in all der Zeit. Das ist unser Keypad, ne?
Oh, jetzt habe ich es aufgehoben. Das bauen wir sofort wieder hin. Das ist nicht powered gerade. Das heißt, wir müssen auch wieder gucken mit den Solarzellen, was da los ist. Und ich glaube, heute könnten wir theoretisch mal das Griffin-Gehege weiterbauen. Das wäre eigentlich ganz cool, ne? Hier haben wir auch noch zwei freie Gehege. Das ist das Megalania-Gehege. Den geht's gut, wie es aussieht. Super cool. Das ist auch noch frei hier. Erstmal wieder ein bisschen was essen. Trinken müssen wir auch gleich. Und das ist unser Kompi-Gehege. Yeah. Da haben wir Jurassic Park-Kompis drin und normale Kompis. Ich glaube, die Jurassic Park-Kompis, die sehen ziemlich ähnlich aus, ne? Ja, die sehen sehr ähnlich aus. Okay, hier ist das Parasaurus-Gehege. Aber die stecken alle hier vorne fest. Ja, die haben nicht super viel Platz. Manche Gehege sind so ein bisschen kleiner, ne? Aber die Parasaurier sind eigentlich so ein bisschen faul. Die stehen da immer ganz gechillt. Die brauchen nicht so viel Platz. Hier ist unser Trike-Gehege. Das ist auch so ein... hier sind mehrere Trikes drin. Das hier ist kein normales Trike. Das ist so ein besonderes Trike. So eine Unterart. Wo ich auch den Namen nicht mehr genau weiß. Da müssten wir jetzt reingehen und uns das genau anschauen, ne? Wo wir das machen. Und genau, ein Patchy Rhino ist da auch mit drin. Gehen wir da mal kurz rein und gucken uns das Trike an. Aber nicht ausbrechen, ja? Ihr müsst hier drin bleiben. Der hier hat diesen Skin drauf, der mega cool aussieht. Das ist der Styracosaurus-Skin. Also das ist praktisch ein normales Trike mit dem Skin drauf. Styracosaurus, ne? Wie heißt das genau? Styraco? Styraco. Können wir direkt mal so benennen eigentlich, ne? Ne? Name? Options? Styracosaurus. Bam, dann wissen wir nämlich, wie der heißt, ne? Dann müssen wir uns da nie wieder blamieren. Okay, dann würde ich sagen, breche ich jetzt mal auf, das Griffin-Gehege so ein bisschen einzurichten. Das ist, glaube ich, auch wieder ein ziemlich großes Projekt. Da müssen wir uns mal drum kümmern. Das steht schon ziemlich lange, ne? Und wir haben da noch nicht viel gemacht. Ich habe immer gedacht, wir finden irgendwann nochmal einen größeren, noch ein paar zusätzliche Griffins. Ich weiß gar nicht, ob es hier unterschiedliche Arten gibt. Müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, hier sind noch viele Tiere unterwegs, die wir noch nicht kennen. Da müssen wir also auf jeden Fall vielleicht nächste Episode mal aufbrechen und gucken, was wir da noch so finden können, ne? Wir haben zwar keinen Helikopter mehr, aber wir haben noch Helikopter. Helikopter ist ja unsere Wyvern. Also wir haben ja auch eine Wyvern. Die sitzt da vor dem Tor, die habt ihr vielleicht vorhin schon gesehen. Mit der brechen wir dann wieder auf, bis unsere Helikopter aus der Wartung zurück sind. Die Fahrzeuge sind ja alle so ein bisschen problematisch, wie wir wissen. Die haben wir, glaube ich, alle wieder abgebaut. Moment, wir hatten doch eigentlich auch Fahrzeuge irgendwo hier stehen, oder? Ja, also das müssen wir alles wieder rausfinden, was da passiert ist. Da hat sich halt auch wieder ein bisschen was getan. Fahrzeuge sind eh immer so ein sehr kritisches Thema hier in Ark, wie wir alle wissen. So, gibt's wieder ein paar Steaks? Jawohl, die sind schon fertig. Oh yeah, das sieht doch mal mega cool aus. Also auf ISO Crystal Eyes ist sogar der Regen schön, weil während dem Regen die Sonne weiter scheint. Das ist einfach mega gemütlich hier. Jetzt nieselt es hier so runter. Naja, es regnet schon ziemlich übel, ne? Aber das passt schon. Ist ja warm genug. Wir haben hier, glaube ich... Wie warm haben wir es denn hier eigentlich? Moment. Erstmal Interface an. Wir haben hier 34 Grad bei Regen. Also ich denke, das ist ziemlich schnell wieder getrocknet. Es sei denn, die Luftfeuchtigkeit ist relativ hoch. Ein Hygrometer haben wir leider nicht. Aber ich denke, das passt schon. Also mir ist auf jeden Fall nicht kalt. Und da oben sitzt unser Chris MC Griffin. Grüße gehen raus an den Chris an der Stelle. Und der braucht dringend Gesellschaft hier drin. Also wir müssen uns dann umgucken, dass wir noch ein paar Griffins hier organisieren. Genauso wie vielleicht noch ein paar Petris und... Ich glaube, wir haben noch keinen einzigen Tapejanodons haben wir ja schon, aber die funktionieren irgendwie gerade nicht so. Da müssen wir mal gucken, ob wir die wieder zum Laufen kriegen. Ja, und ich habe das so ein bisschen eingerichtet. Ich lasse das mal hauptsächlich frei, weil die sind ziemlich groß, die Griffins, und die wollen ja auch ein bisschen fliegen können. Das heißt, wir stellen jetzt keine großen Bäume mehr dazu. Das sind eh schon ein paar große Palmen. Da haben sie was zum Draufsitzen. Das gefällt ihm scheinbar auch ganz gut da oben. Da hat er sich direkt hingesetzt und... In der Mitte haben sie so einen Brunnen, wo sie trinken können. Ich finde es eigentlich ganz gemütlich so, ne? Gefällt mir. Ich hoffe, unseren Griffin auch. Süp. Okay, da sind wir wieder.
Also, Fallschaden ist so eine Sache. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Hier, der ist ziemlich böse. Wir haben keine Tech-Schuhe an. Das sind also die Griffins Back, die hier wohnen. Mal gucken, was wir dann noch an Griffins finden. Ich glaube, da gibt es nur eine Griffin-Sorte, oder? Die Wissenschaft ist da noch nicht so weit bei den Griffins. Wir haben ja inzwischen gesagt, dass wir auch Fabelwesen mit in den Park aufnehmen. Deswegen haben wir jetzt auch Griffins hier. Ich weiß nicht, haben wir sonst schon? Ja, wir haben halt die Wyvern, ne? Unsere Helikopter, aber die zählt ja nicht. Die ist nur zum Dinos finden. Die wird im Park nicht, wie sagt man? Ausgestellt klingt irgendwie fies, ne? Die kann man sich hier im Park nicht anschauen. Ansonsten haben wir, glaube ich, nur tatsächlich so Dinos, die mal Dinos waren und die es mal so ein bisschen gab, ne? Abgesehen von den Tapijanodons, die sind auch ein komischer Mix. Die gab es so, denke ich, auch nicht. Ja, aber das ist so schön, was man alles machen kann mit so ein paar Mods. Total gemütlich geworden. Da würde ich am liebsten direkt einziehen, ne? Wir haben da schon ein Dach. Das kann man sich bestimmt schön einrichten. Also ich glaube, das gefällt unseren Griffins. Na gut. Oh, jetzt regnet es wieder. Aber wir hatten gerade so einen Unterstand, ne? Ja, dann sieht es jetzt für die Griffins auch schön aus. Hier draußen war es ja schon schön. Wir haben ja schon so schöne Stege außenrum, so Wege mit so Steinplatten und so. Richtig schön. Wir haben diesen Podest zum Runtergucken, dass wir die Griffins auch von oben beäugen können. Da freuen sie sich bestimmt. Und jetzt sieht es da drin auch wunderschön aus. Dann sind wir wieder ein bisschen weiter. Haben jetzt ein Griffin-Gehege. Und jetzt habe ich natürlich noch einen riesen Haufen neuer Mods, die wir testen müssen. Es gibt natürlich wieder viele neue, die wir hier damals noch nicht dabei hatten, die aber jetzt hier mit ins Paket reinkommen, die wir uns auf jeden Fall angucken. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen coolen Mods, die hier in unseren Park passen könnten. Auch wenn das Modpaket schon ein bisschen zu groß ist eigentlich. Aber ihr wisst ja, Modpakete können nie zu groß sein in ARK. Also da könnt ihr euch noch auf so ein bisschen was freuen. Ich glaube, da haben wir noch viel zu tun, viel zu gucken, viel zu auszuprobieren. Ich habe übrigens auch Klepto hier auf der Schulter. Hey, kennt ihr Klepto noch? Das ist Klepto. Der schnappt sich alles, was nicht bei 3 irgendwie auf dem Baum ist. Der sammelt alles ein, klaut alles wie ein Rabe. Auf den müssen wir so ein bisschen aufpassen. Deswegen habe ich den immer dabei. Und solange wir ihn dabei haben, können wir ihm so ein bisschen auf die Finger gucken, ne? Na gut, damit müssen wir, glaube ich, schon wieder Schluss machen für heute. Das war endlich mal wieder eine Episode hier aus unserem Park. Ich habe hier immer einen riesen Spaß in diesem Park, was wir da alles noch aufbauen können und so. Ich habe da so viele coole Ideen. Und ich freue mich auch darauf, mal wieder die Dino-Welt hier zu checken. Ich glaube, da kamen auch so ein paar neue Dinos dazu. Und es gibt, wie gesagt, noch ganz viele, die wir noch überhaupt nicht gesehen haben. Müssen wir mal gucken, was wir da finden und was wir hier noch irgendwo unterbringen können. Wir haben ja noch Platz, ne? Gerade so zum Wassergehege hin ist noch Platz. Im Wassergehege ist natürlich auch Platz. Müssen wir vielleicht mal unseren Taucheranzug anziehen und mal gucken, was sich in den Meeren so rumtreibt, ne? Ich habe gehört, da sind auch noch ziemlich viele Fische unterwegs, die wir noch nicht gesehen haben. Und Dinosaurier natürlich. Und Wale und alles Mögliche. Also unser Aquarium müssen wir auch auf jeden Fall noch ausbauen. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten. Das war es aber erstmal für diese Episode. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, dass ich Bescheid weiß. Und dann geht's hier demnächst weiter in unserem Jurassic Ark Park. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.